mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zu Lanz kocht an einem späten Novemberabend. Und wir wollen mal fragen, wie ist es eigentlich um die deutsche Genussfähigkeit bestellt? Also auf die deutsche Vita folgt die deutsche Vita. Das ist unser Motto heute. Und wir begrüßen zunächst mal sehr, sehr herzlich Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Sibylle Schönberger und Nelson Müller. Du hast das einfach im Blut, weißt du? Ja, das hast du drauf. Das kann man nicht anders machen. Ja, das ist noch zu haben. Nee, ne? Spaß, Spaß, Spaß. Was ist schon? Hier ist er. Hier ist er. Servus. Und heute reden wir ein bisschen über Bier. Wir beide, ne? Ja, wir reden mal über Bier. Ja, das ist wahr. Deutsche Liter. Ich freue mich wirklich immer, euch zu sehen. Also die Leute fragen ja manchmal, mögt ihr euch eigentlich wirklich oder tut ihr nur so? Und jetzt können wir es mal aufklären, wir mögen uns wirklich nicht. Ja. Nein, wir mögen uns wirklich, doch. Ne? Ja, stimmt. Das stimmt, ja. Also. Wir reden heute über deutsche Fähigkeit zum Genuss. Und Alexander, bevor wir dann in die Details gehen, macht heute etwas, das ich sensationell finde, ein Karamell-Bier-Eis. Wow, Respekt. Kann man mit Bier schönes Eis machen, Alexander? Es ist generell schwierig, mit Bier zu kochen. Denn, generell schwierig, warum? Ja, wenn du vor allem so einen Pilz nimmst, was ja sehr bitter ist, wird es gefährlich, weil du in dem Moment, wenn es warm ist und du gibst einen Schuss mit rein, wird es in erster Linie das, was du zubereitest, sehr bitter. Deswegen ist es natürlich schon mal von Vorteil, wenn du das in der Eisform machst, dann schmeckst du dieses Bittere nicht ganz so. Und ich nehme ja auch ein Schwarzbier. Okay. Das ist mehr geröstet, das hat mehr so karamellige Nuancen. Und in dem Moment hast du dann eigentlich genau die richtige Mischung. Während er hier Puderzucker karamellisiert, karamellisiere ich hier Weißzucker. Ja, logisch, ja. Großer, du machst heute auch was ganz Spannendes, gell? Eine schöne, habe ich das im Kopf, eine Kalbsachse? Kalbsachse. Die aber natürlich Zeit braucht, ne? Die braucht Zeit. War 3 Stunden. Ja. 3,5 Stunden, jeder Größe. Und 3,5 Stunden. Wir müssen einmal den Herd, glaube ich, ein bisschen runter, Alfons. Ich höre, dass das hier irgendwie laut ist. Kann das sein? So ist besser, oder? So, also 3,5 Stunden, das heißt, du hast es schon mal vorbereitet für uns. Wirst uns aber gleich, haben wir jetzt reingeschoben, ist jetzt seit 3 Stunden drin. Und wirst uns aber gleich durch die einzelnen Schritte so führen. Und daher, wenn ich mal den Soßenansatz zeigen darf. Ja, bitte, zeig das mal. Jetzt hier vorne. Habe ich den Puderzucker in den Topf reingegeben, weil ich mache das ohne Fett. Die meisten machen den Fehler, dass sie Fett zu stark erhitzen. Dann haben sie das ganze Fett, das binden sie dann mit Mehl und dieses Fett geben sie ihren Körper. Und dabei ist irgendwas schon vorprogrammiert. Irgendwann macht es Patch, dann sind sie weg. Ja? Pass auf, muss ich noch mal runternehmen, der brummt wie wahnsinnig. Ja. Okay. Ja, jetzt beginnt es so, wie so. Zeig das einmal in Großaufnahme, Alfons, damit das alle sehen können. Jetzt karamellisiert das. Das ist jetzt wie wenn es wie so Mineralwasser, das zu Perlen beginnt. Ja? Sieht man im Topf. So, da würde ich jetzt schon hysterisch werden, weil ich denken würde, es verbrennt. Du brauchst nicht hysterisch werden, Markus. Na. Jetzt nimmst du den Topf vom Herd. Ganz wichtig. Und jetzt gibst du Tomatenmark rein. Okay. Und dieses Tomatenmark schwitzt du jetzt an. Das musst du pausenlos rühren. Wenn du nicht rührst, das lasse ich mal ein bisschen liegen. Ja. Und jetzt kriegst du eine wunderschöne Farbe. Jetzt pass auf. So, aber da würde ich jetzt schon wieder denken, verbrannt. Nein, es ist ja nicht verbrannt. Nein, nein, ist es nicht. Aber ich habe jetzt, hier diese Platte nicht eingeschaltet. Jetzt kürzen wir den ganzen Prozess ein bisschen ab. Ja. Hier. Und jetzt siehst du, jetzt beginnt der Karamell mit dem Tomatenmark wunderschön, nicht so karam, aber jetzt kriegt es eine schöne Farbe. Siehst du das? Ja. Die Säure aus dem Tomatenmark geht raus. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich nur schauen, dass wir eine schöne dunkle Farbe kriegen. Schau, ja. Es legt sich nicht an. So, und jetzt würden wir das da rübergeben. Das macht man nur vielleicht eine Minute intensiver. Ja, und jetzt den Fond oben drüber haben. Nein, und jetzt gebe ich Rotwein drauf. Okay. Und damit der Alkohol rausgeht aus dem Rotwein, lass es jetzt komplett zum Liquid einreduzieren. Und damit hast du keinen Alkohol mehr. Zum Liquid einreduzieren. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Nelson, das klingt fast schon wie ein Rap, oder? Wenn der Alfons sagt, ein Liquid. Ja, es MC Liquid. MC Liquid bei der Arbeit, ja. MC Superstar Liquid bei der Arbeit. Und separat. Es gibt eine Rap-Gruppe, die Liquid Crew heißt. Siehst du, sag ich doch. The Alcoholics heißen die. Also. Ist das wahr? Ja, aber ich glaube, da gehört der Alfons nicht dazu. So. Nein, nein, The Workaholics. The Workaholics. Und jetzt separat brate ich das Gemüse an. Gibt es dann da rein.
nimm dann die Haxe, brat ja. die auch an, gib ja. die dann da rein, ja. gießt es mit einer Geflügelbrühe oder Kalbsfond auf, boah, ja. und lass es dann 3 Stunden. Jetzt haben was macht eigentlich Alkohol in den Augen? Ist das gesundheitsgefährdend oder? Oh, für dich den Durchblick. Boah. Alter. Da kommt richtig was raus ja. hier, ne? Ja. Ja. Und dann hast du es da drin. Und jetzt habe ich es da drin. Oh, schau mal. Ein Traum. Und jetzt, oder? Ein Traum. Wenn du das anschaust. Ja, Wahnsinn. Jetzt holen wir die dann einmal. Also oh. und die, die haben jetzt so pausenlos immer wieder so ein bisschen übergießen. Sensationell. Ja, sensationell. So, ja, das ist schon toll. Und da habe ich bis jetzt keine Gewürze drin. Denn wenn ich noch 3 Stunden gewürze, wären vollkommen am Ende. Und jetzt gehen wir dann rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Ingwer, dann tun wir rein eine Zitronenschale vielleicht, ein Lorbeerblattl und solche Dinge. Und so können wir den Geschmack bestimmen. Oder ein Rosmarin, oder ein Thymian, oder Bohnenkraut. Und dazu gibt es Dillbohnen, da gibt es 2 Reihen Bohnen. Ja. Und die Österreicher machen das sehr gerne, weil Bohnen sind ja leicht, sagen wir mal, naja, von der Verdauung her jetzt nicht so einfach, aber der Dill hilft dir, wie sagt der Horst, die Bohnen neulich, da kannst mühelos du mit, zu verdauen. Mit Eigen, ja, das sind eher die Runden, das sind Bohnen. Eher die, was der Horst kannst, meint, kannst sind du mit Eigengas nach Hause fliegen. Ja. Ja, aber die sind jetzt nicht so tragisch. Ja, ja, das ist wahr, okay. So, das lassen wir, wie gesagt, und dabei ist jetzt entscheidend, das möchte ich dir noch zeigen, wo ist der Kochlöffel? Ja, finde ich ganz gut, wenn dass du das mal so in dieser wenn Ausführlichkeit wenn das mal richtig erklärst. Runter reduziert ist. Ja. Und wenn ich hier mit dem Kochlöffel dann durchfahre, das läuft nicht mehr zusammen, ja. dann hast du so, genau zeig, zeig das noch einmal, Alfons, damit es läuft ja noch zusammen. Ja. Aber in einer Minute ist es weg. Okay. Und dann hast du genau, sagen wir mal, die das, Konsistenz, Alkohol ist heraus. Und dann kannst du langsam weiterarbeiten. Ich gehe jetzt nur ein bisschen zurück. Ja, sonst wird es zu heiß, gell? Ja, ein bisschen drehen, weil der heizt ein bisschen ungleichmäßig. Okay. Aber du siehst, hier siehst du das jetzt, jetzt kommt schon besser. Siehst du das? Mhm. So, in einer Minute ist da nichts mehr da. Perfekt. Nicht, ist da bleibt der Streifen. Ist und schon dann klar. kannst du mühelos weiterarbeiten. Und dann wird man zum Beispiel jetzt hier das Gemüse drauf geben. Ja. Und jetzt brate ich die Haxen hier an. Ganz langsam ringsherum. Gib die dann drauf, gieß in die Flüssigkeit drauf und rein in den Ofen. Alfons, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Ausführungen. Wir machen heute auf dieser Position hier eine Kalbshaxe, das haben wir noch nicht gesagt, mit Bohnen-Dill-Gemüse. Ja. Und darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. MC Liquid bei der Arbeit, herrlich. Wir brauchen nicht mehr sprechen, wir sind alle schon gesprochen. Wahnsinn. Und wir freuen uns über Besuch aus dem stärksten Stück Deutschlands, aus dem Ruhrgebiet. Nelson Müller ist bei uns, meine Damen und Herren. Nelson, schön, dass du da bist. Ist ein starkes Stück Deutschland, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Pott rockt. Der Pott rockt, ja, der genau. Pott rockt auf jeden Fall. Du bist ja da freiwillig hingezogen. Du bist ja eigentlich Schwabe und machst uns heute etwas, was ich aber eher mit dem Rheinland in Verbindung bringe, nämlich Himmel und Äd mit getränktem Bauernbrot. Ja, genau. Das klingt gut und ich sehe eine Blutwurst, oder? Ist ja, auf jeden Fall. Eine herrliche Blutwurst. Ja, Himmel und Erde, ne? Überlässt. Genau, Himmel und Erde. Es kommt so ein bisschen daher, weil man früher eben zu den Kartoffeln auch Erdäpfeln gesagt hat. Genau. Und dann natürlich eine Kombination eben aus Blutwurst, in meinem Fall heute gebraten, mit Kartoffelpüree und glasierten oder karamellisierten Äpfeln. Super. Und deshalb eben Himmel und Erde. Und klar, du hast schon gerade angesprochen, das ist eigentlich ein typisches rheinländisches Gericht, also Himmel und Äd mit 2 Ä. Genau, genau. Aber der Ruhrpott ist ja nicht so weit entfernt und die Blutwurst ist zum Beispiel ein Produkt, was es halt wirklich in jeder Region Deutschlands gibt und auch überall auf der Welt eigentlich gibt. Also immer irgendwie ein bisschen anders gemacht, andere Grundzutaten, aber doch im Endeffekt eben eine Wurst, die mit Blut gestockt wird. Und wenn wir über Blutwurst reden und du gerade sagst, dass das etwas ist, was du im Grunde in allen Erdteilen mittlerweile bekommst, welches Ansehen hat denn, auch mal Frage an euch in die Runde, welches, Alfons, du mal ganz kurz zu, welches Ansehen, welches Image, welchen Ruf hat die deutsche Küche eigentlich mittlerweile im Ausland? Früher war das ja eher schwer, sehr rustikal und so weiter. Hat sich das verändert? Ich finde das halt gerade im Gourmet-Bereich ist die deutsche Küche, finde ich, sehr, sehr weit vorne. Aber ich glaube, so im Allgemeinen, in der breiten Menge, da hat sie immer noch nicht so wirklich das Ansehen und ist teilweise auch noch nicht da, wo sie sein könnte. Ich glaube, dass wir auch vielleicht immer noch nicht gut genug essen oder gut genug einkaufen. Ich habe neulich mit Freunden gesprochen, die mir wieder erzählt haben, dass es zum Beispiel in Deutschland unheimlich schwer ist, als Privatmensch guten, frischen Fisch zu kaufen. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel in Frankreich zum Beispiel anders. Ja, da sehen die Supermärkte doch etwas anders aus. Okay.
Wie ist es, ja. Wie ist es, sagen wir mal, im benachbarten Ausland, Alfons, in Bayern zum Beispiel? Wie ist es da? Hast du das Gefühl, da tut sich was? Also auch durch Pionierarbeit deinerseits oder auch von Alexander Frank? Also man muss immer von dem ausgehen, wenn du ein Fremdenverkehrsland bist wie Bayern, ist es sowieso ein bisschen anders. Die müssen sich ja weiterentwickeln, sonst kommt ja keiner. Ja. Aber ich finde schon, dass in Deutschland schon was passiert. Das finde ich auch. Also das ist auch mein Eindruck. Ich finde, dass auch das Ansehen der deutschen Küche gewachsen ist. Nicht nur der gehobenen, sondern auch der ganz normalen. Du kannst halt in viele Gasthäuser gehen und du kannst exzellent essen. Das ist wahr. 100%. Cornelia, siehst du das auch so? Würdest du das teilen? Oder? Du bist ja viel so im mediterranen Raum auch unterwegs. Also ich muss leider sagen, dass im Süden bei Alfons um die Ecke und da beim Alexander, das mit den Gasthäusern eine ganz andere Welt ist als hier bei uns im Norden. Also, also wirklich diese Gasthofkultur, die es im Süden gibt, die fehlt echt ein bisschen hier im Norden. Also hier wirklich so richtig einfache, gute norddeutsche Küche zu finden, ist nicht so leicht wie in Bayern. Was eigentlich schade ist, weil die norddeutsche Küche eine ganz tolle Küche ist, wie wir ja immer wieder auch an euch und vor allen Dingen auch an Johannes King sehen, der ja aus dem Schwarzwald ist, aber sich in diese norddeutsche Art zu kochen verliebt hat. Ja. Nelson, bedanke mich sehr herzlich. Wir ratschen gleich weiter und wir begrüßen Sibylle Schönberger, die bei uns ist. Und passend zum November war was ganz Einfaches, aber was Ehrliches und Schönes macht, nämlich eine Rotkohlsuppe. Ja. Aber natürlich eine Rotkohlsuppe, die wahrscheinlich mit ein paar kleineren Raffinessen ausgestattet ist, Sibylle. Jein. Also wir machen dazu... Täusch mich nicht so. Du, also in der Einfachheit liegt oftmals die Schwierigkeit, ne? Das hast du schon mal gesagt. Also, ja, ich... Da ist auch was dran. Ja. Da ist was dran, insofern, als man natürlich eine bestimmte Vorstellung hat, wie dann etwas geschmeckt wird. Zum Beispiel so richtige deutsche Klassiker wie Schnitzel oder Matjes Hausfrauenart oder so. Ich finde, das sind sehr, sehr leckere Gerichte. Aber die wirklich perfekt auf den Punkt zu bringen, das ist dann wiederum gar nicht so einfach, wie man denkt. Also. Das ist wahr. Also gerade das Schnitzel, das du ansprichst, das, was du da teilweise als Schnitzel kriegst, das ist nicht schön. Ja. So, also Rotkohlsuppe. Ich sehe ein Ei. Ein Ei, ja. Dazu gibt es nämlich gebackenen Ziegenkäse. Gebackenen Ziegenkäse? Ja, das hier sind so kleine Ziegenfrischkäsetaler. Die paniere ich jetzt ein bisschen in Walnuss-Weckmehl, in einer Walnuss-Weckmehl-Mischung, die auch abgeschmeckt ist mit ein bisschen Salz, Pfeffer und kleinen Walnuss-Weckmehl. Gemahlene Walnüsse. Ich rühre mir hier gerade einen Wolf. Ja, entschuldige, ich kann das auch für dich übernehmen, Mensch. Och Gott, sag doch was. Okay. So, und dann wird das ausgebacken. Jetzt brav macht er das hier. Ja, ja, sehr gut. Ja. Dann wird der Ziegenkäse gebacken und dazu gibt es noch so ein bisschen Knusperspeck. Sag mal, kannst du das noch mal zeigen? Wie hast du dieses Ei eben aufgeschlagen? Ja, ich dotze die einmal so rund. Also dann ist der Bruch gleich richtig und dann geht es so. Hab ich so noch nicht gesehen. Machst du das auch so, Cornelia? Nee. Nee, ne? Ich mach das immer so zack, so zack an der Kante. Ja, das sind so die Zeit haben, die machen das halt so. Ja. Na, wir wollen ja von dir was lernen. Darf man ja mal sagen, du warst ja lange Zeit die jüngste Sterneköchin Deutschlands. Ja. Das bist du jetzt nicht mehr, einfach weil du jetzt schon 19,5 bist. Ja. Rühr mal gerade weiter. Ich brauche mal eine Gabel. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Ja. Schön. Was bei der Rotkohlsuppe auch ganz toll ist, ist, wenn es dann auf Weihnachten schnurstracks zugeht, die so ein bisschen mit Lebkuchengewürz. Ja. So würzen. Wie du das so sagst, Sibylle, ist schön, das gefällt mir. Ja. Jetzt machen wir sie aber noch nicht mit Lebkuchengewürz. Wir haben noch so zwei, drei Tage haben wir schon noch Zeit, ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist nicht mehr lange hin. Du machst es echt super. Ich stell dich als Rührer ein. Als Rührer. Auch, ja, jetzt geben wir hier ein bisschen Geflügel vor dazu. Als Aufrührer, genau. Und das ist natürlich Revolution. So auch für die triste Jahreszeit. Ich bin froh, dass du nicht Schaumschläger sagst. Bin ich ja. Nee, wollte dich nicht angreifen. Aber bist du, Sibylle, jetzt, weil Sterneküche machst du ja nicht mehr so, ne? Ach, na ja. Du kochst jetzt nicht im Restaurant, sondern wie machst du das? Man kann dich buchen. Buchen, genau.
Und dann kommst du vorbei und machst eine schöne, feine Privat Suppe. Privat als auch Firma, wie auch immer, wer mich auch immer buchen möchte. Wow, Respekt. Ja, und zusätzlich bin ich auch noch Lehrerin im Moment an der Gesamtschule. Ich unterrichte also Kids das Kochen. Ja? Und es ist so ganz neues Terrain und es... bedarf auch noch viel Übung im Umgang mit den Jugendlichen, weil die Oberstufe, das sind die, die Abitur machen, die kommen rein, stellen ihre Tasche auf den Boden und warten auf Input. Da hörst du nichts. Da musst du den Hampelmann machen, dass die quasi ein bisschen in Wallung kommen. Und siebte Klasse, das sind so die Vorpubertären. Ja. Hihi und hohoho machen die ganze Zeit. Und das ist ganz schwierig, da so ein bisschen durchzudringen. Der Hummer hat einen roten Schwanz, ne? Ganz gefährlich ist Ja, aber das ist lustig. Das heißt, wir reden da über 10-Jährige, 11-Jährige, oder? Ja, siebte Klasse, 11. Ja, ja. Das ist 12. Neulich mein Sohn hat sich neulich relativ daneben benommen und sagte dann zu mir: Papa, was willst du? Ich bin kurz vor der Pubertät, das ist mein Job. Ah, ja, genau. Ja, ist doch super. Ja. Ist wirklich wahr. Ich schwör's dir. So. Und jetzt geben wir noch einen kleinen Schluck Essig dazu. Der bringt dann, der löst die Farbe zum einen von dem Rotkohl und die Suppe wird nachher richtig schön lila. Das heißt, der weiße Essig löst sozusagen. Genau. Sag mal, bin ich auch bald erlöst oder muss ich jetzt Ja, doch, du kannst das kann auch hören zu rühren. Seinen sozialistischen Gang hier gehen, das Ganze. Dankeschön. Sibylle, herrlich, freuen wir uns auf deine Rotkohlsuppe. Mhm. Ist natürlich ein besonderes Ereignis, wenn eine Weltklasse-Köchin mal eine Rotkohlsuppe macht. So, Cornelia, und jetzt zu uns beiden. Wir begrüßen dich zunächst mal sehr herzlich nochmal. Cornelia Poletto ist bei uns, meine Damen und Herren, wie uns. Danke, danke. Wie uns heute macht, auch was Schönes, Deftiges, eine Kalbsleber Berliner Art. Ja. Ich war ein bisschen verwundert, als ich das gesehen habe, weil ich mich erinnere an ein Überraschungsmenü, das wir hier gekocht haben. Und da hattest du Leber zu verkochen. Da hast du einen Eintopf draus gemacht. Und gerade diese Leber, das mochtest du irgendwie nicht. Und du hast den Eintopf damals genannt, Polettos unterirdischen Eintopf. Ja, ja. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich weiß das noch sehr genau. Es gibt und Momente im Leben, die verdrängt man lieber. Ausradieren. Ja. Und jetzt aber trotzdem wieder Leber. Das heißt, du hast mit der Leber deinen Frieden gemacht. Nein, ich mag eigentlich unheimlich gerne Leber. Deswegen wundere ich mich, weil ich mich tatsächlich gerade... Ja, das sollte vielleicht nur ein Spaß sein. Ja, ist auch. Spaß. Ja. Ah, ja. Nein, ich liebe Leber. Und witzigerweise war ich schon als Kind immer so, dass ich gerne Innereien gegessen habe. Also meine Oma, die habe ich hier auch schon mal gekocht, die sauren Nierchen. Deine meiner Oma? Ach so. Nicht meine Oma, aber die sauren Nierchen. Und von daher habe ich mich auch immer gefreut, wenn es Kalbsleber gab. Und Berliner Art finde ich einfach grandios. Mit Zwiebeln, Äpfeln. Genau, was macht die Berliner Art aus? Also im Grunde genommen ist die Kalbsleber Berliner Art ganz klassisch eben tatsächlich mit der angebratenen Leber, wo dann hinter die Zwiebeln und Äpfel in die Pfanne kommen und mitgegart werden und dann eben dieses Süße mit dem, ja, so ein Hauch vom leicht Bitteren, was so eine Leber ja auch haben kann. Und um das rauszuziehen, nimmt man den Apfel dazu und dazu gibt es eben auch immer ein Kartoffelpüree und ich habe jetzt einen etwas gröberen Kartoffelstampf. Venezianisch ist ja dann viel Zwiebeln, ne? Das mache ich auch sehr gerne. Ja, ist auch super, oder? Also wie machst du die venezianische Leber? Ich finde sie auch ganz, ganz toll mit viel Zwiebeln. Ich mag sie aber auch gerne mit noch ein bisschen so Orangenabrieb damit rein in die Zwiebeln. Okay. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ich habe halt gedacht, okay, ich muss irgendwie so ein bisschen mir Gedanken machen, dass es nicht so ganz klassisch ist. Also das ist meine Milch-Buttermischung, die ich jetzt mit in den Kartoffelstampf gegeben habe. Und hier habe ich so Apfelstifte in ein bisschen karamellisierten Honig angeschwenkt. Wieso lachst du jetzt? Nee, weil bei Apfelstifte, ich sehe gerade heute auch aus wie der Stift hier. Ne? Ja, du siehst wie der Küchenstift. Busfahrer. Wie der Busfahrer, ja. Ja, aber du schaust wirklich aus wie ein Lehrer, der bei der Prüfung durchgefallen ist. Freundchen. Ja, komm, wobei, du mal nach Hause. Find der freundliche Busfahrer, der mal ein Casting kriegt als Moderator. Oh, und einfach mal, den probieren wir mal aus. Ein netter Kerl. Ja, aber leider keine Ahnung. Busfahren kannst du nicht. Busfahren kann ich nicht, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass du quasi, wenn du, bevor du starten willst, machst du eine Durchsage. Die dauert 3/4 Stunde, dann sagen die, du mir langs, wir brauchen immer losfahren. Nein, aber ich bin so der Typ, den man immer nach dem Weg fragt. Ja, ja. Ist wirklich wahr. Ja, weil du so wissend aussiehst Nein, überhaupt nicht. Auch wenn ich im Ausland unterwegs bin, jetzt irgendwo in, egal wo, auch in Addis Abeba, da kommen die zu mir und fragen mich nach dem Weg. Grönland wahrscheinlich. So, Schwiegersohn-Typ. Ja, wahrscheinlich.
Herrlich. Ja, Freunde. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Um es vielleicht noch mal aber ganz, ganz schnell noch mal zu Ende zu bringen, weil wir haben ja über viel anderen Quatsch jetzt gesprochen. Ja. Ich habe ein bisschen Apfelstifte in ein bisschen karamellisierten Honig gegeben und habe diese wunderschöne kleine Gewürzmischung, die sich Quatre Épices nennt. Quatre Épices? Ja, das gibt so eine richtig schöne Würze und dann dieses etwas Süßliche von dem Apfel und dann kommt gleich die Kalbschühe da drauf. So, und hier haben wir was drin? Wir haben ja gerade so einen Soßenansatz gesehen, wie Alfons ihn gemacht hat. Genau. Und im Grunde genommen ist das genau das, was Alfons gerade gezeigt hat, weil die Soße habe ich mir auch von ihm geliehen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, so weit ist es schon. Weil ich keine Kalbschühe dabei hatte. Man hält zusammen, Markus. Ja, genau. Ja. Man hält zusammen, ja, aber bescheißt man andere Menschen, die glauben, dass hier ernsthaft gekocht wird? Nein. Möchtest du, also die hast du vom Alfons, ja? Möchtest du sagen, dass die Cornelia keine Soße kochen kann? Nein. Möchtest du das sagen? Nein, ich wollte nur zart andeuten, dass ich der Meinung bin, dass wir dann doch auch die Cornelia selber beim Soße machen sehen würden gerne. Ja, das ist. Aber sie kann nicht hier ohne Knochen, ohne irgendwas diese Soße machen. Und aus bei der Leber, das geht kann man nicht. Keine Soße machen. So einen Knochen besorge ich dir schon noch irgendwo. Cornelia, vielen, vielen Dank. Bin sehr gespannt auf deine Kalbsleber. Alexander Herrmann ist bei uns, der uns, nachdem wir noch mal sehr herzlich begrüßt haben, den schönsten Hallo. Koch Deutschlands, Alexander, der uns heute machen wird. Geschmorte Zwetschgen mit Haselnussstreuseln und Karamellbiereis. Was ist los, Nelson? Wir haben mal überlegt, was du machst, wenn die Sendung in 20 Jahren immer noch läuft. Ob ich dann immer noch sage, der schönste Koch Deutschlands? Oh nee, nicht schon wieder der schönste Koch. Ja, das ist aber ein feststehender Begriff. Ja, absolut. Also wir haben dann sage ich, damals war ich der jüngste Sternekoch oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch stimmt, was ich da immer so sage. Aber ich gehe mal davon aus. Nein, ich finde, der sieht immer noch super aus. Wenn wir jetzt, können wir kochen? Ich möchte nicht auf meine Äußerlichkeiten reduziert werden. Ja. Aber er sieht schon granatenmäßig aus, finde ich. Gerade für sein Alter. Auf jeden Fall. Ich werde rot im Bein. Ja, das ist doch in Ordnung. Das macht dich doch sympathisch. Ich kann es dir nicht. Pass auf, ich lüfte jetzt mal ein kleines Geheimnis. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich gefragt werde, ob ich dich näher kenne, wie gut ich dich kenne und wo du genau wohnst, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alles in einem Satz oder nacheinander? Ja, aber so direkt so. Dong, 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 dong. Okay. Dann sage ich manchmal, ja, was ist denn mit dem Alfons? Wollen Sie den vielleicht mal näher kennenlernen? Aber da weiß ja jeder, wo er wohnt. Ja, genau, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich würde aber ganz dringend mal einen Blick auf den Karamell werfen wollen, weil sonst kriege ich nämlich das Eis nicht fertig und der Karamell wird langsam zu dunkel. Also man sieht jetzt hier weißer Zucker, ganz normal, langsam Bernsteinfarben. Und jetzt gebe ich hier erstmal das Schwarzbier rein. Vorsicht, es könnte ein wenig rauchen. Mhm. Ja. Und dieses Schwarzbier, das koche ich jetzt ein. Und das hat den großen Vorteil, dass wenn man das reduziert, dass du eben nicht in dem Moment, ähnlich wie jetzt beim Pilz, die sehr bitteren Nuancen, sondern eher dieses Karamellige nach vorne holst. Aber da kommt ein ganz feiner, schöner Duft hoch, ne? Und dann gebe ich jetzt noch so ein bisschen ein, so ein Malzbier mit dazu. Es hat keinen Alkohol, aber das hat noch mal im Grunde, wie soll man sagen, auch diese Bieraromen und hat halt Zucker logischerweise. Ne? Und das brauchen wir fürs Dessert, können wir das schon brauchen. Okay, also ein leichtes Dessert wird das nicht? Null leicht. Ja. Ja. Aber es ist ja so, Bier. Wir sind auf Platz 2 bei der Weltrangliste beim Bier trinken. Wir trinken nämlich nur so 112 Liter pro Kopf pro Jahr. Wer du? Ich wer? Also 112 Liter lange wir nicht. Die Belgier haben mit 148 Liter sind hier ein bisschen von dran. Dann kommen die Österreicher mit 108 Liter. Ja? Ja. Aber Bier, ein gutes Bier ist ja auch ein tolles Nahrungsmittel, ja, muss total. Man ja sagen. Nur in diesen Mengen dann genossen natürlich. Und das kommt mal ein bisschen ein. Okay. Und dann gebe ich nachher noch Sahne mit hinzu. Mhm. Und ganz wichtig bei so einem Biereis, wenn man so Karamell hat, also Karamell ist ja auch süßlich, Röstnote und Bier ist so ähnlich, gerade wenn man es einkocht, das hat auch dieses leicht Bittere. Ja. Und deswegen ergänzt sich das ganz gut. Und am Schluss gebe ich einen ganz kleinen Schuss Pilz noch mit rein, für diese herbe Nuance. Das heißt, das wird ein Eis, das wird dann gar nicht so, sagen wir mal, so ein süßes. Hast du schon mal was vorbereitet, oder? Ganz zufällig habe ich schon mal was vorbereitet. Ach, zeig uns das mal, das ist ja interessant. Mhm. Komm mal, ich habe das ja direkt zu meiner Hose jetzt genau abgestimmt hier. Da
Es ist quasi mehr oder weniger, schau mal, zur Jahreszeit passend, wow, haben wir das in einem schönen Creme-karamelligen Ton. Alfons, schon mal was gemacht in der Art? Biereis. Ja, Biereis. Ja, schon, aber. Schon, aber? Ich habe mich neulich in dem neuen Film von Matthias Schweighöfer habe ich diesen schönen Satz gehört, ausgesprochen von dem türkischen Protagonisten, der sagte: Wenn die Stiere reden, haben die Kühe Pause. Redet bitte. Sagen wir mal so, Biereis ist nie ein Wow-Erlebnis, weil es hinten leicht bitter ist und er hat das sensationell aufgefangen mit dem Karamell. Ja. So kann man das gut bewerten. Das stimmt wirklich, das ist toll, oder? Könntest du mal wieder zu mir kommen, dass ich dir den nächsten Arbeitsgang zeige? Mach mal wieder an, ja? Ich habe mir das bitterer vorgestellt, aber durch den Karamell kommt es wirklich gut rüber und jetzt ist er Ruhe. Ich hätte noch reingegeben, wenn du mich gefragt hättest. Etwas du hast mich ja nicht. Was, Ingwer? Nein? Ja? Ingwer hätte reingegeben und ein bisschen Vanille. Wenn ich an dieser Stelle unterbrechen darf, ich habe von Ihnen gelernt, Herr Schubeck, in vielen Momenten, wo ich in diesem Glanz neben Ihnen stehen durfte. Ich werde mir nachher erlauben, in die von mir geschälten Zwetschgen noch etwas Zimt und mit Orange und Zitrone für besondere Aromen. Ich habe es für dich hergerichtet. Dankeschön. Ja. Bitte sehr. Markus, Entschuldigung. Schau her, ich habe jetzt die Haxen rausgenommen. Ja. Ich habe sie immer wieder übergossen, das macht man sogar. Ja. Und jetzt würde ich dich mal bitten, dass du deine begnadete Zunge, die gerade einen Entwicklungsprozess mitmacht. Das stimmt. Auch das habe ich und dir sag zu verdanken. Mir, das ist wieder zu heiß, bitte. Ja, bitte. Es ist nicht heiß. Ja, ich kann auch blasen vorher. Ja, komm, ist gut. Wahnsinn. Und das merkst du, wie das klebt, wie das pappt? Na, merkst du das? Das ist das Galert, das aus dem Knochen jetzt rauskommt. Ja, das ist, und jetzt gehen wir dazu. Ja, das ist unglaublich fein und rund. Und da ist aber noch nichts drin. Ja, und jetzt gebe ich mal Orangenschalen, Zitronenschale, Ingwer und Kohl. Komm mal her. Hast du schon gekostet? Ich durfte sie schon, aber ich nehme noch einen Löffel. Alexander, bitte komm, damit du auch einmal Erfolgserlebnis hast. Ich würde noch einen Schuss Pilz reingeben. Ja. Nein, ich würde es dazu trinken. Ja. Ich würde es dazu trinken. Boah, habt ihr Lust, auf ein Bier und haben Sie Lust auf ein Piccolöchen oder ein Sekt? Ja. Das ist genau das Problem. Wenn du jetzt da einen Schuss Bier reingibst, ist es vielleicht noch okay. Aber wenn das ein Tropfen zu viel ist, ist es nicht, ist die Sauce nicht mehr gut. Wir müssen mal diese schöne Frau zu uns holen. Sibylle, probier mal bitte. Ich freue mich drauf. Das ist irre, ne? Ja. Ja. Ja, doch, sie ist schon begeistert. Das ist. Ist das schon Begeisterung? Das war totale, totale Euphorie. War das, also das lassen wir jetzt noch ziehen, dann passiere ich das hier ab. Ja. Und dann mache ich noch mal eine Feinjustierung. Okay, das war's dann. Sensationell. Wahnsinn. So, das stellen wir mal vor. Komm, was. So, Brotzeit. Ist schön, ne? Ja. Sonst nichts. Ja, grandios. Ja. Pass auf, ich muss jetzt einmal, Alfons, warte mal. Ich werde jetzt mal hier ganz schnell mal drei Löffel. Kannst du mir noch mal drei Löffel von dieser Soße geben, Alfons? Natürlich. Bitte hier. So, einmal, komm. Eins, zwei und noch einen. Okay. Und ich gehe jetzt mal es ganz kommt schnell unter anderem zur Kerstin Ehret, die heute unsere Küchenschlachtgewinnerin ist und die wir sehr herzlich begrüßen. Bitte schön. Kerstin, schau mal. Das kommt gleich. Das kommt gleich in Essen. Wer möchte noch? Wer möchte noch? Wer möchte? Wer möchte? Sie möchten, ne? Ja. Sie sehen hungrig aus. Nein. Nein, nein. Sie sehen sehr sympathisch, freundlich, höflich aus. Deswegen habe ich gedacht, ich halte an. Sie möchten auch probieren? Ja? Bitte schön. Lassen Sie sich schmecken. Das ist eine Wahnsinns vom Meister persönlich. Ja. Ist gut, oder? Ja, super. Ein Wahnsinn. Wer war denn Ihr Juror? Wer hat mit Ihnen gekocht? Nelson Müller. Ach, der Herr Nelson Müller? Ja. Daher der Glanz in den Augen, ich habe es schon gesehen. Ist ein toller Typ, der Nelson. Ja, ne? Super. Ja, wir lieben den auch heiß und innig. Leider hat er so selten Zeit, weil der Kerl ja nebenbei auch noch singt. Nelson, was machen eigentlich deine Musikpläne? Ja, ich habe jetzt drei Songs rausgebracht, so halbwegs. So halbwegs. Und ich ab und zu mal, sobald Zeit ist, singe ich und stehe auch mal auf der Bühne und
Am besten flitze ich dann zwischen Herd und Mikrofon hin und her. Ja, grandios. Ja. Ja, du bist ja, man weiß ja nicht genau, was man dir wünschen sollte. Ob das mit dem Kochen weiterhin so erfolgreich laufen sollte. Ja, das Kochen ist schon so, das ist die Nummer eins sozusagen. Liebe Nummer eins und die zweitgeliebte ist die Musik. Das ist so ein bisschen, läuft ein bisschen nebenbei. Und das Schöne an Musik ist halt auch, dass so ein Ausgleich für einen selber ist. Also ich finde, wenn man so auf der Bühne steht und singt, dann ist das so ein bisschen wie Medizin für einen selbst. So, ja? So, das ist Soul Food, ja? Das stimmt. Das stimmt. Sehr schön. Nelson, bist du gleich soweit? Ich bin soweit, ja. Was brauchst du? Geht zu spät. Wie geht's Cornelia? Sehr, sehr gut. Was macht die Leber? Der Leber geht's noch gut. Leber an Großhirn. Also, wer möchte die braucht ja nicht lange. Möchtest du ein Bier? Ja. Ich meine, wir können Bier ja heute auch mal trinken. Wir müssen ja nicht nur in Eis verkochen. Ja, ich finde auch gut, dass du Lust auf ein Bier? Du auch, Alfons? Ja, klar. Ja. Komm, zu dieser Haxe brauchen wir ein Bier. Haxe. Wer möchte noch ein Bier? Ja, gerne. Okay, sehr gut. Ich nehme auch eins. Gut. Der Nelson ist ja viel deutscher, als man immer so denkt, auf den ersten Blick, ne? Ja. Ja, das ist wahr, ne? Ja. Ich finde es immer so herrlich, wenn du Schwäbisch schwätzt. Das mag ich am liebsten. Ja, aber das ist ja auch normal. Wenn man irgendwo in der Gegend aufwächst, dann passt man sich der Gegend an, ja? Ja. Das heißt, man wird geizig langsam. Nein, das gehört ja dazu. Aber das ist doch ein Klischee, oder? Ja, Klischee würde ich nicht sagen. Also die Schwaben sind schon so ein bisschen, sind schon so seltsam, ja? Sind schon so sehr eigene Menschen. Ich merke das ja jetzt, wenn ich, wo ich im Ruhrgebiet lebe. Ich finde die Schwaben auch super. Ich finde, die haben immer so was Pioniermäßiges, auch genau. Viele gute Sachen du erfunden. Musst mal, wenn, du ja? da, wenn du über die Schwäbische Alb fährst, das ist doch unglaublich beeindruckend, was da alles an Top-Marken da steht. Ja, was Wahnsinn. Da unternehmen. Wie viele Weltmarken dort einfach so Reihe an Reihe da stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und das ist, kriegt man schon so ein bisschen mit der Muttermilch neigeschlotzt, ja, dass man so ein bisschen ja, scharfe Häusle baut und sowas. Da brauchst du gar nicht lachen, du. Ja, doch. Ja. Wie hört sich denn das an? Ja, ja. So, das ist jetzt mal eine schöne Farbe, Sibylle, hier. Ja. Wie wird die so schön durch diesen weißen Essig, den du da vorhin... Ja, durch die Säure. Der jetzt da ja, ich halte immer fest, pass auf. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ja? Deshalb, okay. Machen wir das so. Gut. Okay. Oh, geht aber. Geht, ne? Nicht? Ja, doch. Klingt gut. Mhm. Nelson holt hier gerade noch sein Brot aus dem Ofen. Du richtest gleich an, ne? Wir können jetzt... Sehr gut. Wir können loslegen. Cornelia tut so, als hätte sie Arbeit, hat aber gar keine, weil ja diese Soße schon fertig war, glücklicherweise. Also ich hatte trotzdem noch genügend zu tun. Wie hast du denn, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Cornelia, wie macht eine Spitzenköchin wie du ein Püree? Also eines ist ganz wichtig, dass man natürlich nicht mit dem Pürierstab reingeht. Also ich koche erst die Kartoffeln, lasse sie ein bisschen ausdämpfen. Ja. Dann habe ich mir eine Mischung aus Milch und etwas Butter mit Salz. Entschuldige, welche Kartoffeln nimmst du? Ich habe jetzt eine mehlig kochende Kartoffel. Mehlig, genau. Okay, gut. Und dann nehme ich ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss, lasse es einmal aufkochen und dann kann man entweder die Kartoffeln stampfen mit der Milch-Butter-Mischung oder man presst erst die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse, also so eine klassische wie hier. Mhm. So ein Gerät, ja. Klassiker, das, ja. Ja, und dann mischt man das mit der Milch-Butter-Mischung, bis man die Konsistenz hat, die man gerne hätte. Mhm. Okay, das, sehr gut. Das war's. Ich habe jetzt hier extra das aber ein bisschen Butter, finde ich, beim Püree gelassen. Muss schon sein, oder? Ja, sonst und auch nicht ne? so wenig, ne? Auch nicht so wenig, nee. Ja. Er muss schon ein bisschen kann Butter mal sein. Ein bisschen mehr sein. Find ich okay. Auch. guck mal, das gilt auch, darf es ein bisschen mehr sein, gilt auch für Ingwer. Schau mal hier. Brauchst du das alles, Alfons, jetzt hier? Das. Schau mal. Hier für mein Getränk brauche ich. Ach so. Okay, Alfons, ich glaube, Nelson ist soweit. Ja. Wir können einmal hier. Da hat mal wieder einer geschichtet. Ja, muss auch mal Sonderschicht sein, geschoben. Alex, kommst du auch kurz rüber? Bin unterwegs. Dein Bier, Eis wächst und gedeiht da hinten, ne? Ja, das drehe ich jetzt quasi noch wegen schwindelig. Ich find's super. Das ist auch toll. Es ist genial. Man traut sich das ja gar nicht mehr so laut zu sagen. Doch. Aber wir halten jetzt mal fest. Also, Himmel und Erde mit Blutwurst. Diese Blutwurst, Nelson, da muss man ja wissen, wer diese Blutwurst gemacht hat. Das weißt du aber, ne? Wer die gemacht hat? Ja. Welche jetzt? Die Blutwurst, die du heute hier verkocht hast. Eine andere sehe ich nicht. Nee, die weiß ich gar nicht, wer die gemacht hat. War das nicht dein Cousin? Ja, das, ich wollte eine Blutwurst von meinem Cousin mitbringen. Vorsicht, fällt mir. Oh, lala, oh, wow.
Du hast mich gerettet heute, Max. Wenn schief geht, sprichst du Französisch, ja? Oh la la. Ja, oh la la. Ja. Ja, ne? Das kommt so, ne? Das ist so. Das ist mehr charming, finde ich so. Französisch oder so. Oder man macht die Geräusche aus Brust oder Keule. Lui définé, weißt du? Wie sind die? Der Duchemin war es damals. Ja. Duchemin. Ja. Ja, haut's rein da. Aber dein. Ja, mein Cousin ist Metzger. Ne? Ja, der ist Metzger im wunderschönen Frankenland. Okay. In Hambach, Hambach bei Schweinfurt. Das ist so 100 Kilometer, glaube ich, von dir entfernt. Hambach. 47 Minuten Autobahn. Ja? Ein berühmter. Oh, ja, ja, ja. Oh, jetzt wird's gut. Bitte, Cornelia. Oh, danke. Lass dir schmecken. Was ist das für eins? Ah, jetzt frag nicht. Das eins, das ist ein Pilz, ne, soweit ich weiß. Obergärig. Obergärig, ja. Charlottenkonfi. Sibylle, bitte. Oh, Bierchen. Danke schön, ja. So, und dabei ein bisschen essen, damit wir gleich darüber sprechen können. Danke dir, Alex. Wer hat schon probiert? Jetzt fällt das Ding wieder runter vor. Wir haben es aber alle gesehen. Aber komm, es sind glatte Straßenverhältnisse draußen jetzt Anfang November, muss man sagen. Es passt schon alles. Hier, schau mal, Kabel. So. Es geht, glaube ich, so, ne? Ja, das geht schon. Okay. Ich finde es sehr gut. Obwohl man nicht viel kaputt machen kann, weil natürlich die Wurst auch sensationell ist. Das muss ich mal sagen. Das ist eine ganz tolle Blutwurst. Ja, das ist hast du schon probiert, Alter? Ja, so, ich habe schon 3 Scheiben gegessen. Ich habe auch vor der Sendung schon runtergeschnitten, heimlich. Ich esse auch wahnsinnig gerne Blutwurst. Das ist selten so gute Blutwurst gegessen. Also wer immer die Blutwurst gemacht hat, der Mann, der kann was. Okay. Wie schmeckt es denn? Übrigens, Prost. Alex hat probiert. Nelson, also, Prost. Ja. Prost. Kompliment. Danke. Prost, Herr Lanz. Ja. Herr Schubeck, der feine Herr. Zum Wohl. Prost. Nelson, auf dich. Ja. Auf dich die Blutwurst. Es ist Alex. Sibylle. Prost. Prost. Sibylle, probier ruhig. Machen wir es so. Ja. Sibylle, wir warten alle auf dich. Oh. Ich liebe ja Blutwurst. Und am liebsten esse ich alle Blutwurst. So heißt das bei uns. Wie heißt sie? Alle Blutwurst. Alle Blutwurst. Ja, alte. Ach so, alte. Mhm. Alle. Von alle heißt, okay. Ist alle mit drin. Nee, jetzt ist nicht so ein Scheiß, die Leute glauben. Die Leute glauben es auch. Alte Blutwurst. Ja. Dann ist da Aal mit drin. Nein, da ist kein Aal mit glauben, drin. Ist es totaler Scheiß. Ja. Die ist halt wirklich alt und die ist nicht so wie hier, wie wenn man drauf drückt. Die ist richtig gut. Sondern die ist richtig trocken. Das ist so richtig trockene Blutwurst. Und das hier schmeckt auch total genial. Ja, genau. Was hast du denn, Mason? Was hast du genau noch mal da oben drauf? Das ist die Kombination ist richtig gelungen. Kompliment. Was ist denn richtig da oben drauf normalerweise? Also genau? Oben drauf, das ist ein bisschen ähnlich wie Cornelias Soße. Charlottenkonfit, das braucht halt seine Zeit, bis es fertig ist. Ich habe ein Charlottenkonfit, eine Nocke oben drauf gesetzt. Charlotten und Champignons klein gewürfelt. Zucker karamellisiert, das Ganze ein bisschen angeschwitzt, abgelöscht mit Portwein, Rotwein, ein bisschen Balsamico-Essig. Und das Ganze dann reduzieren lassen, bis es eben ein Confit ist, von dem man Nocken machen kann und das Ganze natürlich auch gar ist. Und das halt in der Kombination mit den karamellisierten Äpfeln, Püree und krossem Bauernbrot. Ne? Woran erkennt man den Spitzenkoch, der bei vielen Gastronomen gearbeitet hat, bei diesem Teller? Am Kerbelstrüsschen. Ja, schau, das ist klein. Mein erster Küchenchef hat immer gesagt, oder? Jede Kuh freut sich, wenn sie was Grünes sieht. Ja. Das war in den 80er Jahren so. Wir haben auf alles Kerbel tun müssen. Ja. Das ist ganz typisch. Du warst fertig mit dem Anrichten und dann musstest du oben noch ein Strüsschen Kerbel drauf tun. Ich finde, das sieht auch schön aus. Teilweise tagelang nur Kerbel gezupft. Ja. Damit der Kerbel auch tatsächlich neben dem Fass, wo man anrichtet, immer gleich griffbereit ist. Und dann gab es auch genaue Angaben. Große Kerbel, kleine Kerbel. Kleine Kerbel sind die, wo 3 Spitzen dran sind. Große Kerbel sind mit 5. Nicht dein Ernst. Ja, ja, doch. Ja. Das ist wirklich so. Das ist ja und weißt du, was ganz fies war? Also das war überall so. Die Schüssel war eben am Pass gestanden, vielleicht mit Eiswasser, um dann ja noch anzurichten. Und wenn die fies drauf waren, dann sind sie reingegangen, haben so geschüttelt. Die Hälfte ging am Boden und du hast gezupft wie ein Bläder. Ja. Und dann haben sie 3 drauf und dann haben sie noch mit dem Rest so gemacht. Du, habe ich mir gedacht, freien Lager. Ja, so war das. Ja. Aber es ist trotzdem auch sonst was geworden, Cornelia. Ja. Aber schön, dass das der Nelson 2011 auch noch so macht. Das finde ich sehr gut. Ich finde, an manchen Sachen muss man festhalten. Ja, absolut. Oder? Muss man. Herrlich. Lustig. Nelson, also,
Vielen Dank, sehr gelungen. Hast du schon eine Portion an Kerstin? Ich mache jetzt was für Kerstin. Vielleicht hast du noch was übrig, dann gerne auch an unser Publikum noch mal das eine oder andere. Und ja, ein wenn Rotkohl. Die was wollen, ja. Ja. Weiß man ja. Hallo. Und ein Rotkohlsüppchen ist jetzt im Anmarsch. Der Alfons ist mit der Haxe auch. Der tut so beschäftigt, aber das ist ja alles von selbst schon passiert, verstehst du? Das ist ja. Na? Tut auch noch so, als würde er nichts mehr hören. Ja. Das ist eine schöne Farbe, oder, Cornelia? Unglaublich, da denkst du wirklich, das ist künstlich, aber es ist ja nicht künstlich. Sondern das Erste, was mir zu dieser Farbe einfällt, komischerweise, ich habe da so eine Assoziation zu Paris Hilton irgendwie. Das muss kein gutes Zeichen sein, aber. Ja. Wirklich, ein Leben in Pink. Ein Leben in Pink. Ja. Wie hast du das so schön hingekriegt? Durch den Essig. Durch den Essig, der weiße Essig. Hat, genau. Mhm. Super. Jetzt bin ich gespannt. Sieht wirklich künstlich aus, ne? Fast. Sieht ein bisschen künstlich aus. So, unwirklich. Nein, aber ist doch gut. Ja, ist so ein Farbklecks auch in der tristen Jahreszeit. Unbedingt. Ja, so. Ein langer, dunkler Herbst. Ist das die Farbe der Saison? Flieder? Kennst du dich da aus? November? Im Herbst noch immer, oder? Ja, ja, eher im Frühjahr, ne? So. So, und? Fertig? Ich hoffe, Sibylle, weil wir hängen in der Zeit. Wir müssen jetzt. Ja, ist fertig. Wir müssen zu Potte kommen. Ja, sieht doch schön aus. Ja, super sieht das aus. Das ist sensationell. So, wenn wie der Flieder das Porzellan küsst. Probieren kommt. Hat viel Schönes. Ah, oh, einer geht noch. Super. Und beim letzten habe ich jetzt. Ja, hast du gekleckert. Aber Alfons, kommst du bitte? Jetzt. Alex, dich brauchen wir auch. Cornelia natürlich auch. Ja. Und bitte schau mal, hier ist ein Löffel für euch. Wenn ihr einfach zu uns kommt, so schnell wie möglich, weil wir hängen ein bisschen in der Zeit. Wir haben doch nur über die wichtigen Dinge gesprochen. Nee, um Sprechen ging es nicht. Ich meine, ihr müsst ja fertig sein mit dem Essen, ne? Ja, ja. Das ist ja ziemlich leise. Komm mal. Ja. Bitte, bitte. Ich hab doch schon. Nein, Entschuldigung. Sollte man auf jeden Fall keine Weißen kochen. Entschuldigung. Mach nur Spaß, alles gut. Du bist doch die, bayerische Gazelle. Die 100 Kilo wirst du aushalten. Ja, sicher. Und die anderen 100? Nelson, wie schmeckt's dir? Ich finde die Suppe total genial. Also richtig farblich, klar. Aber auch Bombe. So vom Geschmack Bombe. Her und einfach als Idee perfekt. Den Ziegenkäse finde ich fast ein bisschen zu stark im Gegensatz dazu. Aber so alles einzeln, dann sensationell. Also die Suppe ist der Hammer. Wirklich. Aber das ist vor allem nicht so kohlig. Mhm. Also wenn du so Kohl einkochst, das kann schnell so dieses kennen wir vom Kohlrabi oft dieses kohlige kriegen. Mhm. Ja. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob sie vielleicht intensiver sein muss. Oh, aber wie aufmerksam. Nee. Vielen Dank. Also die Suppe ist der Hammer, finde ich. Die Suppe ist genial. Alfons, was sagst du? Ich finde sie einen Tick zu sauer. Ich finde die Suppe von der Konsistenz her sehr gut. Aber ich hätte ihr mutigerweise noch ein bisschen Gewürz mitgeben. Entweder, entweder ein bisschen an Zimt, ein Hauch mit Chili, so ein bisschen polarisiert, aber von der Konsistenz her ist sie wunderbar. Verstehst schön du? Also, ist auch Lebkuchengewürz. Also ich wollte du hast also so einen Hauch Schokolade rein dort kennen. Weißt du, da kommt aber das so richtig. Aber wenn du jetzt die Suppe gemeinsam hier auch mit diesem salzigen Speck und dem Ziegenkäse, dann ist das ja wieder eine andere Geschichte. Ja. Das ist doch die Idee dabei, oder nicht? Dass man das gemeinsam. Die Idee ist es, wenn man es zusammen isst, ne? Ja. Ganz anders noch. Ja, total anders. Ja. Oh, Essen kann so kompliziert sein. Nein, aber so interessant mal darüber zu reden. Sein. Das sagt man ja eigentlich Frauen nach. Gut, dass du das sagst. Wenn du, wenn du sagst, diese kleinen Pflanzerl, gibst du auf einem lauwarmen. Was für Pflanzerl? Ja, was ist denn das sonst? Das ist ein Pflanzerl. So. Roulette. Okay. Ich übersetze dir das kurz. Auf einem lauwarmen Rotkohlsalat. Mhm.
Dann finde ich das ganz gute Idee. Vielleicht mit ein paar Rosinen drin und so, weißt du, dann kommt diese Polarisierung zu diesem kräftigen Pflanzerl. Und ich finde die Suppe einfach genial, fein abgeschmeckt. Aber ich hätte mir ein bisschen Hauchschokolade oder ein bisschen Zimt oder ein bisschen Chili. Dann hat das wirklich, dann muss ich sagen, das ist richtig ein Hammer. Für mich auch. Ja. Cornelia? Ich finde die super. Ich persönlich hätte noch ein ganz bisschen Butter mit reingemixt, um der noch mal ein bisschen mehr Kraft zu geben. Weil sie ist schon sehr, sehr leicht und hätte sie gerne auch ein ganz bisschen kräftiger geschmeckt. Mhm, okay. Was sagt Alexander zur Aber Suppe sonst wunderbar. Also ich war fein mit der Suppe. Ja, ich fand es gut, vor allem auch die Kombi mit dem Ziegenkäse und so. Ja, wenn man es zusammen isst, ist das noch mal ganz gut. Genau, finde ich auch. Erst die Suppe probiert und danach den Ziegenkäse. Und da war es natürlich der Ziegenkäse ein bisschen stärker, aber zusammen hat sich das ganz gut zusammengefunden. So. Zusammen sind wir stark. Also, ja, genau. Sibylle, ganz, ganz toll. Mhm. Vielen, vielen Dank. Kannst du netterweise ein paar Portionen fertig machen? Ist ja noch ein bisschen was übrig, um mal verteilen an Menschen, die besonders hungrig aussehen. Die freuen sich darüber. Ja, das sind ja alles Feinschmecker. Und die wollen natürlich auch mal ein bisschen was. Ja? Aus meinem Heimatort. Ist das wahr? Ja. Da sind Leute aus deinem Heimatort? Ja. Hast du die bezahlt, dass sie mitkommen? Oder? Nee, die sind ganz freiwillig mitgekommen. Ja, 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 nee, ich kenne das vom Schubeck. Der Schubeck mietet, manchmal Fans. Aha. So, die Leber ist in der Pfanne. Nein, war nur ein Spaß, Sibylle. Ja, ich habe jetzt wirklich gewartet. Ich weiß, dass wir ein bisschen Gas geben müssen, aber da war die Leber tatsächlich nur ganz, ganz kurz Zeit drauf. Ist so ein Induktionsherd. Man sieht auch, ich habe jetzt hier mit der Leber gar nichts gemacht. Ich habe die nicht, wie man es früher gemacht hat. Was baumelt denn da hinten? Ach so, mein Mikro. Was hast du denn gedacht? ich baumel da nicht. Ist irgendwie ein komischer Abend. Heute ist ein komischer Abend, ja. Nein, ich habe die Leber extra nicht gewürzt, weil sie, wenn man sie schon am Anfang salzt und pfeffert, sehr, sehr schnell hart wird. Und die Leber braucht wirklich nicht lange. Ich stelle die jetzt einfach aus und würde dann parallel meine Tellerchen anbieten. Daher kommt auch immer bei, dass viele Menschen einen fragen, ob man Fleisch vorher oder nachher würzen soll. Weil es bei dieser Leber immer so sozusagen schwierig ist, ja. Aber das ist nur bei der Leber eben so. Aber wie machst du es grundsätzlich? Da gibt's ja, also ja auch bei der Leber genauso wie Cornelia. Das aber ist halt so beides, erst Würze. Ne? Wann würzt du vorher, Alex? Ich würze vorher, bis halt, dass ich das Gefühl habe, dass auch das gesamte Stück Fleisch etwas Grundwürze hat. Und mit was? Du würzt mit Salz und Pfeffer. Okay. Und bei, der Leber? Bei der Leber? Wir reden ja von Allgemeinfleisch. Fleisch. Ich habe Leber. Und dass du so einen Grundtenor hast und danach mit einem edlen Pfeffer und einem schönen edlen Salz nochmal aus der Schnittfläche. Ja. Okay, und ich finde, wenn du gar nichts dran hast, fehlt dir was. Und diese Mäh, dass man sagt, wenn man das vorher irgendwie würzt, dann zieht es Wasser. Das ist nur dann, wenn du es zu früh würzt, zu lang stehen lässt und wenn du es vor allem falsch anbrätst. Oder bei Leber. Aber das machen wir an einem anderen Tag in der Serie. Genau. Ja? Und zwar, wie machst du es, Alfons? Wie machst du es? Ja. Ich das Fleisch aber nicht würzen. Vorher nicht würzen. Und ich gehe ganz langsam rein, weil wenn du Pfeffer, wenn du das pfefferst, verbrennt der Pfeffer, der dreht dann, dieses Piperin ist da all wertlos für den Körper. Und ich gebe nachher, drehe es in einer schönen Kräuterbuttermarinade nochmal, ja. Okay. Aber ganz langsam, ganz langsam. Oder ich, weil da gibt es ja mehrere Methoden, oder man gibt das Fleisch einfach ein bisschen in die Küche. In den Ofen, dann brät es nachher. Das geht genauso. Okay. Also gibt's ja, das ist interessant. Das hatten wir schon ein paar Mal die Diskussion, dass ihr das nämlich alle auch sehr unterschiedlich macht, je nach Denkschule. Ist es die fränkische Denkschule? Ist es eher die Münchner Denkschule? Ist es, im Grunde ist alles richtig. Wenn du es zu heiß anbrätst, ist der Pfeffer weg. Hast du zu wenig Hitze, dann kriegst du keine Röststoffe. Das ist so eine Balance, die muss jeder für sich finden. Naja, genau. Aber im Grunde. Ja, wenn es so einfach wäre, bräuchten wir euch ja auch gar nicht. Weißt du, dann könnten wir das ja alles selber. Aber das ist ja glücklicherweise nicht so. Sonst hätten wir nicht immer so einen Spaß hier am Freitagabend. Spaß. Also Cornelia, einen Spaß. Den haben wir. Mais, mein Bier ist lecker. Dein Eis hat eine feine Konsistenz, Alex. Das sehe ich bis hier. Das ist, weißt du, wenn es so am Löffel hängt, ne? Ja. Wenn die Zunge raus will, um den Löffel abzulecken. Ja. Dann ist es richtig. So, ich
Zeig noch mal, was du da alles genau hast. Ja, ich habe hier meinen karamellisierten Chicorée. Chicorée übrigens in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt, ne? Oder? Ja, was ich sehr schade finde, weil ich finde, das ist eine tolle Geschichte, so diese Kombination aus leicht bitter und dann mit was Süßem zusammen. Mhm. Eigentlich sehr, sehr schön und spannend. Man kann natürlich so ein Chicorée oder auch Radicchio, diese ganzen Bittersalate, die Bitternis nehmen, indem man die entweder in warmes Wasser oder in Essigwasser putzt. Sibylle? Was ist denn das? Was ist das? Probiert ihr schnell ein einmal. Kadrepis, Äpfel. So, Sibylle, sag, wie es schmeckt. Großartig. Süße, Säure, schön gewürzt. Mhm. Das ist perfekt. Auch den Chicorée, mit dem mag ich auch. Wie findet es Alfons? Der Leber finde ich perfekt gebraten. Die Soße finde ich am besten. Schau mal, die geht ja. Die kannst du ja. Nein. Ich finde es sehr gut, ich finde es super. Ich finde es richtig gut. Die Leber ganz saftig ist. Finde ich richtig gut. Super. Aber. Ich muss es auch gleich ausnutzen. Ja, klar. Man weiß, wann ich darf den ganzen Teller aufessen. Ich habe ja noch eine Scheibe. Aber ich finde die Soße schon sehr dominant. Ja, aber das macht doch nichts. Das ist halt, weißt du, das ist Alfons Koch, aber die Leber braucht, so wie er selber ist. Ich mach nur Spaß. Das ist die Soße vom Schubeck, weißt du? Die haben sich hier ausgetauscht, verstehst du? Und man muss da mal aber richtig dagegenhalten. Richtig Berliner Art ist das jetzt aber nicht, oder? Nee, das ist eine Abwandlung. Ach so. Ja, speziell im Soßenbereich hat man sich zu Änderungen entschlossen. Aber gut, dass du es noch mal sagst, Nelson. Also. Nelson, wie schmeckt's dir? Total lecker. Ich liebe Leber auch. Und Chicorée, finde ich, ist auch ein geniales Gemüse. Was man, finde ich, also ich vergesse das immer zwischendurch mal. Und bin froh, wenn mir wieder jemand mal sagt, mach doch mal Chicorée oder komm, wir machen mal Chicorée. Super. Und ja, Kombination, so eine schöne Soße, Püree, Leber, ist immer gut. Ne? Einfach lecker. Gibt's nichts anderes zu sagen. Ja, ich habe gesagt, mir schmeckt sehr gut. Genau. Und der Alex, hast du es schon probiert? Ja. Klassische Aromen, die wunderbar ineinander greifen. Und ich bin ein großer Fan von dem Chicorée, weil gerade diese leichten Bitternoten ich stark, also sehr mag in der Küche. Und das mit der Leber zusammen, die so süßlich ist. Mhm. Der knackige Chicorée, sehr gute Kombination. Und der Chicorée hat nur bedingt bitter. Also das ist so ein bisschen rauskarmelisiert. Ja, das ist super. Super. Ist ja auch so, sehr gut. Ist ja auch so, je älter, also, je älter man wird, desto mehr mag man bittere Sachen. Aber was ich sagen wollte, ich fand die Vorspeise salzig. Leider züchten Sie den Chicorée jetzt ohne diese Bitterstoffe. Das ist genau das Gesunde. Das Gesunde züchten Sie raus. Das Gleiche ist auch bei den Gurken. Bescheuert, die Gurke von hinten, da war das Wichtigste drin. Die Bitterstoffe sind jetzt raus. Ist das so, ja? Ja, leider. Was machen diese Bitterstoffe, Alfons? Ja, die aktivieren. Die aktivieren, die regen an, die entgiften. Aber wenn sie nicht mehr drin sind, können sie nichts machen. Das ist ja bescheuert, ne? So, okay, also, Cornelia, herzlichen Dank. Sehr ganz gern. Toll. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was verteilen. Bin schon dabei. Und wir freuen uns jetzt auf diese Kalbshaxe. Alfons, ich habe gehört, aber nur gerüchteweise, dass diese Kalbshaxe von München nach Hamburg geflogen ist, mit dir im Flugzeug, in einem Koffer. Stimmt das? Ja schon. Also, es war so. Ich check ein, komme in Hamburg an, kein Koffer. Dann rufe ich an, Stock, sah am Flug, haben sie gesagt, spinnt sie ein bisschen, habt ihr früh genug eingecheckt. Dann haben die gesagt, na, da hat das LKA, hat ihren Koffer aufgemacht, weil da war so eine Haxe drin mit so einem Galert. Und die haben geglaubt, das ist ein Sprengstoff. Super. Aber eine Maschine später war es da. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass ich mit der Schweinshaxe mit einem Sprengstoff, mit dem wieder nicht deppert, die muss ja gescheite Soße dazu haben. Ja, eben, so sieht's aus. Herrlich. Das ist aber, glaube ich, auch, das sind dann die schönen Geschichten, die du dir beim Zoll dann noch Jahre später erzählst. Wir haben mal vom Schubeck eine Schweinshaxe konfisziert. Kolbshaxen. Entschuldige. Ich glaube, so wie sich das rumgesprochen hat, fragen die jetzt schon immer, wann er Aufzeichnung hat, weil wahrscheinlich waren zwei Haxen im Koffer. Das und kann sein. Eine ist im Selbstversuch gegessen worden, um zu schauen, ob der Proband nachher dann gesprengt ist. Das ist eigentlich ein Trick, ja. Weil jetzt schlagen die Hunde nämlich nicht mehr an und ab jetzt kann er als Drogenkurier Hör auf! Ich weiß gar nicht, was er meint. Ja, nicht. Du weißt, in dieser Pop- und Rock-Szene und auch in der Hip-Hop-Szene, es ist eine andere Welt, wenn Alexander. Wenn ein Hund bei einer Kalbshaxe nicht mehr anschlägt,
Ja. Weiß ich auch nicht. Also, und dann hat der Hund echte Probleme. Ja. Ja. Hinten und vor mit es wär übrigens eigentlich die Vorstellung, so einen vegetarischen Zollhund mal zu treffen. Das genau. Vegetarischer Zollhund. Ja. Okay, Freunde. Das sind heute alles Sachen nur für mich. Nur für dich, ne? Du bist doch immer die Erste am Futtertrog. Ja, ich liebe so deftige Sachen. Also ja? Das ist so Leber und Kalbsachse. Mit Verlaub sieht man dir nicht an. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ja. Hast du schon Besteck, Mann? Ja, hier ist Besteck. Achso, danke. Oh. Alex, hast du auch schon Besteck? Ja. Sibylle hat schon probiert und findet das Fleisch schon. Das sieht man schon, dass das gut ist. Das Stück war so groß, Markus. Das Stück war so groß. Nelson, du hast probiert? Ich glaube, das ist genau das, was Deutschland von seiner schönsten Seite vermitteln kann, wenn man als Ausländer nach Deutschland kommt. Ne? Den Alex haut es auch gerade aus dem Latschen. Ja, nee, ich bin ein absoluter Kalbsachsen-Fan. Die ist wunderbar geschmort, ist super gebraten. Ich habe das an der Soße. Ich durfte ja vorhin die Soße schon probieren, habe ich mir erst gedacht, mei, da fehlen vielleicht ein paar Gewürze. Aber jetzt am Schluss. Das ist wirklich super. Alfons, also, entschuldige. Diese Haxe, Alfons, wie lange muss die so? Ja, je nach Größe zwischen 3 und 4 Stunden, wenn es das langsam gehen lässt. Aber die fällt ja schon vom Knochen runter. Weißt du, was das Schlimme ist, dass man sich auch dabei erwischt, dass man die Kartoffel in der Soße zerdrücken muss, damit man noch mehr von der Soße aufnehmen kann. Am liebsten wäre es, wenn man einen Teller abschlecken würde. Das ist immer ein Zeichen, dass es richtig geschmeckt hat. Mhm. Und wenn es im Restaurant ist, ist mir doch wurscht. Ja. Ist auch so, oder? Solange es im eigenen ist. Sibylle hat sich schon geäußert, ne? Gehen wir schnell zu. Cornelia eigentlich, ja, wobei nicht so richtig ausführlich, ne? Ich habe natürlich die Soße vorhin schon probiert und für besonders gut befunden. Ja, wenn das Fleisch ist unglaublich. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also erstmal finde ich es grandios. Kalbshaxe ist ja nun wirklich nicht so ein Premiumstück vom Kalb. Und dann so langsam geschmort und trotzdem so saftig, dass man es fast mit der Gabel essen kann. Das ist einfach. Das kannst du wirklich mit der Gabel. Ich hätte, also das Einzige, was ich sagen würde, ich hätte die Trüffel nicht gebraucht, Alfons. Ja, Janik, die waren da drauf. Ne? Soll ich ins Biereis reinreiben? Ja, das wäre mal eine neue Kombination. Boah, ist das gut hier. Oh, Mann. Darf ich noch ein Stück? Ich glaube, so ein Gericht. Natürlich. Danke. Ich glaube, so ein Gericht ist so ein richtiger Kommunikationskiller. So am Familientisch. Ja. Richtiges Schweigen. Keiner redet mehr. Jeder spachtelt nur noch rein. Also was ist das, glaube ich? Hammer. So. Aber man muss ja auf der anderen Seite sagen, da kannst du fast nichts falsch machen. Weil die Soße kommt von selber. Ja, da kennst du. Ja, jetzt sagen wir halt einmal, ein bisschen musst du schon kennen, aber so, ob du so ein Püree dazu machst oder nur 3 Scheiben Brot eintauchst in die Soße, dann ist das Fleisch. Das Schöne ist ja, dass man Kalbfleisch auch kalt wieder nehmen kann. Da kann man so eine Art Vitello machen am nächsten Tag oder in Essig und Öl oder mit Ab. Oh ja, Essig und Öl. Super, ja, super. Wenn du jetzt Bratkartoffeln machst und dann diese Kalbshaxen so als Gröstel mit reinschneidest, verstehst du, das ist so richtig gut, und einen grünen Salat dazu. Und damit ihr nicht so langweilig schneidest, ein bisschen Minze. Aber hab doch, hab Erbarmen, Alfons, hab Erbarmen. Schau dir doch diese armen Leute an. Wirklich. Es ist doch gut. Morgen machen wir dann die Sendung aus den Resten. Ja, ja. Reste. Ja, Reste. Das sollten wir uns mal machen, finde ich. Ich finde das eine super Idee. Wir machen hier mal eine Sendung, und zwar aus Reste essen. Ja, Reste, ja? Wir waren von der einen Woche die Sachen auf. Wer bringt die Reste mit? Die treiben wir irgendwie auf. Ich kenne mich gut aus am Flughafen. Ja. Herrlich. Großartig. Okay, machen Reste essen irgendwann mal dann im Dezember oder im Januar oder so. Kann ja jeder das mitbringen, am besten was er hat. Komm mal her, komm mal her. Komm her. Ja, doch, das können wir machen. Komm mal her. So, jetzt pass auf. Riechst du das? Alfons, also das? Vielen Dank. Man riecht dieses Bier. Na, riechst du das? Ja. Man riecht es. Ja. Ich riech nur das Parfum von Alexander. Ja, das ist heute. Ist wurscht, ja? Ja, nee, ist nicht wurscht, das ist Bier. Ja. Ich habe jetzt unten drin so ein leichtes Zwetschgenkompott mit etwas Zimt und Vanille, Orange etc. Darauf sind Haselnussstreusel und jetzt setze ich hier diese leicht cremige Karamell-Eiskugel-Nocke drauf, die mit einem etwas Bier verfeinert wurde. Und wenn man das jetzt isst, dann. Könnte es schmecken oder nicht? Darf ich das mal. Also ich will das mal probieren. Wie macht ihr das immer mit dem? Du musst quasi. Wie geht das? Erst so anfangen.
und es dir hinschieben. Schau, dann fällt es von selber, rollt es von selber rein und dann. Okay, ich wollte es immer mal lernen, wie das geht. Ja. Pass auf, das mache ich jetzt nochmal. Das kannst du jetzt machen. Ich habe genug Eis da. Okay, so. Also ich schiebe mir das so hin. Ja, mit dem Löffel ruhig noch ein bisschen mehr so halten. Ah, okay, weißt du? Verstehe. Mhm. Es geht um die Neigung, ja? Ja. Ah. Die Neigung ist auch beim Eis wichtig. Ja. Vor allem die Verneigung. Naja. Ja, ich finde, es ist okay. Das ist aber schon okay für den Anfang, ne? Und am Schluss dann. Ja, ja. So, so, so. Ja, okay. Mhm. Das war immer nicht einfach. So, jetzt bitte laut. Freunde, wie schmeckt's euch? Stocher halt da nicht mit der Gabel rum, nimm halt einen Löffel. Nur in der Nuance erkennt man dieses gewaltige Dessert. Genau das zeichnet dich aus. Weil wenn, um mit deinen Worten zu sprechen, wenn das Bier durch diese Gabel so runtertropft und da unten vielleicht nach eine Zwetschge sich annähert und da sich in so einem Brösel verirrt, dann könntest du die Bitterheit dieses unglaublichen Eis nicht mehr schmecken. Aber sag mal, es schmeckt doch grandios. Mir ist es zu bitter. Die ist zu bitter? Ja, mehlig. Ich sag dir nur, es ist wahnsinnig schwierig, ein Biereis zu machen. Kompliment an ihn, dass er sich da drüber traut. Aber das ist natürlich sehr konzentriert. Weißt du, was ich meine? Unten die Zwetschge, ganz ehrlich, sensationell, die Brezel, sensationell. Und jetzt kommst du in einen Geschmack hin, der zieht dich runter. Mhm. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun. Ich würde jetzt rätseln, was würde ich dafür Eis dazu geben? Das ist mutig, das Eis zu machen. Mhm. Ich hätte vielleicht mehr Vanille reingeschoben oder irgendwas, aber du kriegst es bitte nicht. Ich ist halt auch keine Kritik, jetzt nein, fix noch mal. Jetzt lass mich doch mit dir ein bisschen flachsen, Herr Büffel. Mensch. Ich finde das ja schön, wie du sagst, man könnte es ja schöner nicht äußern. Deswegen bin ich ja toll, dass du sagst, dass es mir gelungen ist. Ich würde jetzt gerne mal die Frauen in der Runde fragen wollen. Cornelia und Sibylle, wie findet ihr das? Also wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich nicht drauf gekommen, dass da ein Bier drin ist. Ich hätte gesagt, irgendwie ist der Karamell ein bisschen zu dunkel geworden. Deswegen schreibe ich es ja auf die Karte. Es hat eine grandiose Konsistenz. Mhm. Gemeinsam mit den Zwetschgen und den Bröseln zieht es natürlich auch die Bitterstoffe noch mal raus. Aber, man muss es aber gemeinsam essen, ne? Ja, man muss es gemeinsam essen, so wie man viele Dinge im Leben gemeinsam bestreiten muss. So ähnlich ist es auch mit dem Dessert. Was ist passiert? Nein, also zusammen finde ich super. Finde ich auch. Sibylle? Kann ich dem eigentlich nur anschließen, was Alfons und Conny schon gesagt haben? Ja, Alfons und Conny haben was ganz anderes gesagt. Ja, ja, aber ich bin so dazwischen. Mhm. Mir ist das Eis sowohl zu bitter, aber ich verzweifle hier. Ich verzweifle. Schmecke da schon so einen kleinen Hauch von Bier. Weil ich trinke gerne dunkles Bier, Altbier, Starkbier. Ja. Und das kommt dem schon. Nee. Finde ich schon. Es kommt dem nahe. Ja. Du schmeckst kein Bier, aber es kommt dem nahe. Kommt dem nahe, ja. Aber in dem alles zusammen, man muss ja alles zusammen, ne? Schon wunderbar. Ich meine, ich habe es ja auch gleich aufgegessen. Ich wollte gerade sagen. Und vor allem die Streusel. Ich finde es ja immer toll, so Streuselkuchen sind sowieso immer toll. Weil das Erste, was irgendwie runtergefressen ist, wenn man den Streuselkuchen aus dem Ofen hat und man hat irgendwie Kinder zu Hause, oder natürlich, ich bin ja nicht mehr Kind, aber manchmal da schon, wenn ich so einen Streusel sehe, das ist so das Erste, was man sich so in die Schnute schiebt. So ein gebackenes Streusel. Ja. So, und jetzt Nelson. Ja, ich finde, das passt perfekt zum Motto der Sendung. Also auch zu den Deutschen, ja, ein bisschen kompliziert, manchmal auch ein bisschen bitter, aber handwerklich perfekt. Ja? Jetzt, wenn ich nach oben ein Kabel drauf hätte. Also, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Das war eine ganz launige, schöne Runde, weil wir auch so ein bisschen Deutschland mitgekriegt haben. Ich fand das eine fantastische Idee, mal mit Bier zu kochen. Ob wir es das zweite Mal, dritte, vierte Mal machen, wir werden es erleben. Das mache ich jetzt so lang, bis die irgendwann mal sagen, nein, es ist ja toll. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Also, ganz herzlichen Dank, Cornelia Poletto. Bedanke mich bei Nelson Müller, bei Alfons Schubeck, bei Sibylle Schönberger und selbstverständlich beim neuen Bierkönig, bei Alexander Herrmann. Also, herzlichen Dank. Das war's für heute von uns. Und jetzt die Kollegen von heute Nacht. Kommen Sie gut durchs Selbige und bis bald. Tschüss. We'll be right back.